Erscheinungen im Kosmos. Sehr bald wird es euch zur Gewissheit werden, dass sich etwas vorbereitet im Kosmos. Denn ungewöhnliche Ereignisse werden euch beunruhigen, weil ihr Menschen euch keine Erklärung darauf zu geben vermöget. Viele Mutmaßungen werden auftauchen, viele Meinungen auf Gegenmeinungen stoßen. Doch nur die Ansichten derer kommen der Wahrheit nahe, die einen Zusammenhang vermuten mit dem, was angekündigt ist, durch Wort und Schrift, was durch Seher und Propheten den Menschen gesagt wurde, zu jeder Zeit. Wer mit geistigen Augen blicket, der kann sich alle Geschehen erklären, denn alles hat geistigen Sinn und soll einen geistigen Zweck erfüllen, die Menschen auf ihren eigentlichen Lebenszweck aufmerksam zu machen, damit sie sich vorbereiten auf das nahe Gericht. Und auch die Wissenschaft wird dazu beitragen, denn sie wird zuerst Feststellungen machen von ungewöhnlichen Veränderungen in der Natur, von Vorgängen im Kosmos, die sie selbst stutzig machen wird, und von bedeutsamen Erscheinungen, zu deren Erklärung ihnen jedoch das Wissen mangelt. Sie werden sehen und staunen, aber sich nicht bereit erklären zur Annahme der einzigen rechten Lösung, dass die Erde in ihren Grundfesten erschüttern werden wird, wozu diese Erscheinungen wohl der Anlass sein könnten. Sie wollen dies nicht glauben und werden daher immer dagegen reden, so sie hingewiesen werden auf die Schrift, auf die alten Prophezeiungen, so sie die Ansicht der Gläubigen vernehmen oder die Verkünder meines Wortes ihnen das nahe Ende ankündigen. Und darum wird es schwer sein, den Weltmenschen einen Eingriff meinerseits glaubhaft zu machen, weil alles rein wissenschaftlich zu erklären versucht wird. Und nur wenige werden achtsam auf diese ungewöhnlichen Erscheinungen und stets sicherer darum auf das Ende hingewiesen. Und deren Mahn- und Warnworte unterstütze ich so augenscheinlich, dass bald auch die Wissenschaftler sorgenvoll ihr mangelndes Wissen zugeben werden. Sie werden einen Stern entdecken, der ständig mehr in Erdnähe kommen wird und scheinbar seinen Lauf in ungesetzliche Bahnen nimmt. Sie werden auf immer neue Absonderlichkeiten aufmerksam, so sie seinen Lauf verfolgen, und sie werden ihn als Gefahr erkennen für die Erde und wiederum nicht glauben wollen an eine Zerstörung dieser, weil solches noch nie erlebt wurde zuvor. Ich aber lasse es zu, weil mein Heilsplan von Ewigkeit etwas Ungewöhnliches erfordert, was den Menschen noch zum Heil gerichten soll. Und weil es ein Vorzeichen sein soll des bald darauf folgenden Zerstörungswerkes, das diese Erlösungsperiode zum Abschluss bringen soll. Je näher es dem Ende zugeht, desto widergesetzlicher werden die Menschen erleben, weil sie aufmerken sollen und stutzig ob der Übereinstimmung dessen, was von Seiten der Gläubigen als Gottes Wort, als Voraussagen von Sehern und Propheten angeführt und vertreten wird als Wahrheit. Und mein Geist wird auch nun wieder künden durch meine Diener auf Erden, von dem nahen Ende und meiner zuvor noch laut ertönenden Donnerstimme. Und jene Erscheinungen werden Zeugen von der Wahrheit meines Wortes. Merket auf, ihr Menschen, und sehet in allem immer nur Hinweise auf das Ende, die ich euch allen gebe, damit ihr nicht dem Verderben anheimfallet. Denn alles, was geschieht, ist so gewaltig, dass es euch überzeugen könnte, wenn ihr guten Willens seid. Die Zeit ist erfüllt und das Ende ist nahe. Amen.